Hallöchen und willkommen zurück hier zu Titan Quest Immortal Throne. Und wir machen weiter. Die erste Quest haben wir schon geschafft. Und nun folgt die nächste. Nein. Ach, wir haben ja noch ein Portal stehen, stimmt. Quest. Map. So, da haben wir die Karte. Da haben wir schon ein Stückchen aufgedeckt. Und ich habe schon gemerkt, das Spiel hat es in sich. Also ist gar nicht ohne. So, tote Tiere sind auch noch vom letzten Part hier überall verstreut. Und jetzt haben wir noch hier eine unmögliche Aufgabe. So, das Kind von der Tussi ist krank. Und wir müssen jetzt hier irgendwie ein Gegengift finden. Beziehungsweise wir müssen so ein Buch finden, damit die Hexe ihn heilt. Ja, jetzt weiß ich nur nicht, wo soll denn das Buch hier sein. Und ich hoffe, dass ihr euch mit der neuen Auflösung soweit angefreundet habt. Ist ja jetzt in HD, HD, Ultra HD hier. Fast 4K, ne? Hey, du da. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Echt? Also brauchst du schon wieder jemanden. Wir müssen das Signal entzünden, um den Handelsschiffen mitzuteilen, dass der Hafen wieder sicher ist. Jedes Mal, wenn wir es versuchen, werden wir von Untoten überwältigt. Wenn du uns helfen kannst, dann sag es. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Natürlich! Wunderbar. Nimm diesen strammen Burschen. Er wird die Fackel tragen und das Signal anzünden, wenn du für seine Sicherheit sorgst. Okay, also gut. Hier haben wir jetzt einen Gefährte, der uns vielleicht auch ein bisschen hilft. Jetzt muss ich nur gucken, wo müssen wir denn da hin? Das ist uns natürlich auf der Karte nicht angezeigt, ne? Na, der hilft uns nicht mal, der Feigling. Der rennt einfach weg, wenn wir hier Gefahr haben. Toll. Super. Na, dann komm mal mit. Dann müssen wir mal hier suchen gehen. Das kann ja hier nur irgendwo am Strand hier sein. Oh, guck mal, hier sind schon mal Untote. Sie laufen mir hinterher. Zu geil. Ey, bleib mal hier jetzt da. Nicht wegrennen. Gut, die sollten ihn vielleicht nicht töten. Ich weiß nicht, wie das ist. Unbedingt brauchen jetzt hier. Renn mal weg hier, ja, geh mal weg. Das Gute, gehen alle auf den. Oh! Ich glaube, er ist tot. Also, wir brauchen einen neuen Fackelanzünder. Aber wir können die verschleißen. Wenn das Signal dunkel bleibt, können wir keinen Handel treiben. Ja, gib mir noch mal einen mit. Ohne Handel können wir unsere Stadt nicht neu aufbauen. Nimm noch einen meiner Arbeiter und sorge dieses Mal dafür, dass alles klappt. Ja, ich weiß nicht, wie viel. Ah, gut, das Zelt ist vielleicht noch voll. Von dem abgesehen. Die gehen ja auch alle auf den drauf. Das ist doch Blödsinn. Wieso gehen die nicht auf mich? Ja, jetzt gehen sie auf mich, jawohl. Gut. Du ist richtig. Weil ich kann mich wenigstens heilen, ne? Der ja nicht. Jetzt weiß ich nicht, wo ist denn die Stelle? Oh je. Müll? Ah, Müll. Gesundheitstrank ist doch kein Müll. Die sind nämlich teuer, wenn man die sich kauft. Ja, und wo soll das Ding sein, wo ich es entzünden muss? Warte mal, ich glaube, da könnte sowas sein. Ne? Hier oben vielleicht? Ja, vielleicht hier oben auf der Kuppe irgendwie. Hey! Lass ihn in Ruhe! Nicht abschießen! Hör doch auf, Mann! Nicht, dass wir da umfliegen, aber sich wieder einen neuen holen. Du Junge, bleib mal weg. Oh je, wenn es so weitergeht, fliegt er gleich wieder um. So, gut. Glück gehabt. Ah, guck mal hier, Feuer. Mach mal hier an. Yeah. Oh. Ach,
Frachter muss erst das Ding hier anzünden. Und so muss ich natürlich die Typen hier weghalten. Komm her! Bleibt hier. Oh, hat jetzt fast mich noch gerissen, ey, wenn ich nicht aufgepasst habe. So, hat das entzündet? Ah, beschütze ihn weiter. Es kommen immer mehr. Hey, bleib da! Die mit dem scheiß Pfeil und Bogen. Der Arme da oben. So, jetzt haben sie sich ein bisschen auf mich konzentriert. Jetzt warte ich nur mal, bis der ultimative Boss kommt. Hat er es überlebt? Signale, die entzündet werden. Sprich mit Abderus. Also jetzt können wir den anschwallen. Hier ist jetzt alles erledigt. Und uns unsere Belohnung abholen. So, hallo, es brennt. Das Signal leuchtet jetzt für alle gut sichtbar. Jetzt werden wir wieder zu einem Zentrum des Handels und der Produktion. Ich sehe ein neues goldenes Zeitalter für die ganze Insel. Und das alles dank eines Helden und eines jungen Mannes mit einer Fackel. Na, siehst du? Ich sehe bereits Segel am Horizont. Schon bald wird es hier im Hafen vor Händlern wimmeln, die diskutieren, feilschen und, was am wichtigsten ist, unsere Waren kaufen. Frohe Zeiten stehen an. Ja, das hoffe ich doch für dich. Und ich muss jetzt aber leider weiter. Ich habe hier noch ein bisschen was zu erledigen. Denn ich muss noch ein kleines Kind retten. Oh. Ein Ochsenfrosch. Ochsenfröschchen. Das sind Mini-Ochsenfrösche, oder? So, das Gold. Natürlich die Tränke nehmen wir mit. Ja, ich werde jetzt mal hier kurz die ganze Karte aufdecken, den ganzen Strand, weil ich natürlich jetzt nicht weiß, wo jetzt die nächste Nebenquest hier weitergeht. Sie könnten mir wenigstens eine Markierung auf die Karte machen. Gesundheitstränke nehmen wir mit. Was habe ich jetzt eingesammelt hier? Das hier brauche ich nicht. Was ist das? Ein Rezept? Okay. Ah, da kann ich mit den Rezepten gar nicht mehr solche Dinge erstellen. So ist das. Das, was ich mich vorhin schon gewundert habe, für was? Oh, ein Brunnen, das ist gut. Ah, sehr schön. Falls wir wieder sterben sollten hier. Wenn wir nicht allzu weit laufen. Ein paar Krabben aufräumen. Und dann müsste hier soweit alles aufgedeckt sein. Und dann kann man nämlich schon mal weitergehen. Was mir noch ein bisschen Probleme macht, ist der Schaden. Der Schaden des... Gut, der Typhon im letzten Teil, der war natürlich schwer. So. Okay, wir haben alles. Alles aufgedeckt. Alles getötet. Und wir können ins nächste Gebiet.
Ixischer Wald. Also hier müsste auch irgendwo die Hexe sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ist ja gut. Nur wo ist sie? Oh je. Oh, wie die mir geben. Oh je. Ach du Scheiße, da habe ich ja fast keine Chance gegen die. Na, aber hallo, da muss ich ja so viel Tränke nehmen. Gegen so eine ganze Gruppe habe ich gar keine Chance. So, müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir sie einzeln herkriegen. Wieso machen die mir so extrem Schaden? So. Mhm, da ist noch einer. Oh, was ist denn das da? Oh! Da ist irgendwas dabei, wo man ein bisschen zaubern kann. Level 34er, ich bin Level 32. Ja gut, dann ist ja kein Wunder, dass ich hier so die Backen voll krieg. Level 37er, naja klar. Das ist natürlich dann gefährlich. Ich muss schauen, dass ich ein bisschen leveln tue. Deswegen ist es auch gut, wenn ich die ganze Karte aufdecke immer. Und auch alle Quests mache. So, und drauf. Da bringt mir auch eine bessere Rüstung nichts, weil wenn die schon vom Level her zu hoch sind. Punkte habe ich nicht mehr zum Verteilen, ne, leider nicht. Hey! Mann, 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 sind da viele. Mal die Truhe noch. Aber die Gegenstände lassen aber echt. Alter Falter. Das war heftig. Und gleich mal wieder ein bisschen EP verloren. Boah. Das kann doch nicht wahr sein. Wir verlieren jedes Mal EP, wenn wir sterben. Und das sind doch Standardviecher, also haben sie recht gehabt mit Level 50. So. Jetzt. Vielleicht sollte ich mal im Ort schauen, ob es da... Da kann sein, dass wir vielleicht sogar ein paar Waffen noch bekommen oder so. Wenn mal ein Händler kommt, müssen wir den erstmal durchsuchen. Weil so wie die Viecher abgehen. Heftig. So, schnell. Einmal rumlaufen und Angriff. Aber ich glaube hier in diesem Gebiet, doch, da kommt was. Da kommt irgendwie eine Quest oder so. Warte mal, gehen wir gerade mal hin.
Hi. Mein Feldwebel hat mich zurückgeschickt, um Verstärkung für unseren Posten zu holen. Außer dir kann ich niemanden finden. Gehe weiter und halte dich links. Dann wirst du schon bald die Kampfgeräusche hören. Ich folge dir. Nebenaufgabe Außenposten im Wald. Ah, hi. Ihr braucht ein bisschen Hilfe? Meinst du, wir hätten schon gewonnen? Denk nochmal drüber nach. Sie kommen nachts. Meistens. Immer aus der gleichen Richtung. Vom Wasserfall. Ich glaube, wir können eine weitere Welle abwehren. Vielleicht auch zwei. Aber die Männer sind erschöpft und bei jedem Angriff fällt jemand. Sie werden von einem massiven alten Antiochen angeführt. Wir haben ihn beim Wasserfall gesehen. Mit Disziplin kann man auf dem Schlachtfeld immer die zahlenmäßig Überlegenen besiegen. Für eine Weile. Wenn wir der Insel jemals zu ihrem früheren Glanz verhelfen wollen, dann müssen wir durchhalten. Durchhalten, sag ich. Jetzt, da wir einen großen Krieger bei uns haben, wie können wir da scheitern? Weiß ich auch nicht. Amphitryon und Iodemikus sind verwundet und können kein... Ja. Ich schau mal weiter, hier irgendwo am Wasser, hat der gesagt. Das muss ja hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Zumindest mal habe ich gerade Wasser gehört. Also kann es ja gar nicht weit weg sein. Da ist ja nochmal einer. So. Was sagt unsere Heiltränke? Ja, wir haben noch 144 Stück. Oh, wow, 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 wow. Jetzt tut's aber ganz schön weh. So, jetzt ran. Ran an den Speck! So. Hey! Wo sind sie? Da. Verstecken sich hier im Gebüsch. War ja klar. Also ich muss unbedingt leveln. So, holen wir den auch gleich. Ja, da sind noch ein paar. Oh, das hat wehgetan. Und wieder zum Grabstein. Ja, wo ist er denn? Hallo? Ach, da oben. Meine EP. Finde ich ja geil, dass da die EP abgezogen wird und kein Gold. Gold wäre mir natürlich lieber. Könnte ich besser mit leben. Ah, 3094 wieder zurückbekommen. Sag mal, was ist denn eigentlich da drüben? Da sind nämlich auch noch Gegner, habt ihr das gesehen? Seht ihr? Ist ein Goldener dabei? Nee. Gut. Das war nur ein kleiner Posten hier. Hey, da unten sind auch noch welche. Wie komme ich da runter? Ha, die sind da runtergeglitscht. Ich glaube, die sollten da gar nicht sein. Dass meine Lebensenergie weit oben bleibt.
Immer schön trinken. Okay. Gegen die habe ich natürlich jetzt hier wahrscheinlich keine Chance. Jetzt müssen wir nicht so einen Haufen. Ah, es geht. Gut, die anderen sind auch stehen geblieben, die sind nicht alle hergelaufen. Gewöhnliche Kiste. Komm, nimm alles mit. Das ganze Gold. Schön. Hallo. Na komm. Ihr werdet alle bedient. Heilige Scheiße nochmal. Komm, hau sie weg! So, da ist noch einer. Ein Magier. Noch ein Gesundheitstrank. Den wir garantiert brauchen können. So, hier ist ein Fluss. Aber ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Ich weiß es nicht. Level 32er. Die sind ja angenehm. Haben wir eine Feuerresistenz? Wie es aussieht, ja. Ja, die gehen. Aber ich glaube, ich muss darüber. Ich bin hier falsch. Ui! Nein! Weg! Ah. Junge, Junge. Ja, ist ja gut. Da unten war noch ein bisschen Gold. Ach, hier sind wir. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Okay, dann müssen wir doch da hoch. Ich hab gedacht, hier geht's vielleicht weiter, aber so ist halt doch nicht. Da ist eine Höhle. Also ich würde mal sagen, gehen wir einfach mal rein. Schade, dass es hier keinen Brunnen gibt. Oh! Dafür gibt's Tote! Ein Stein der Heilung. Ja, wir sind anfällig gegen Magie noch. Ah, und das ziemlich stark sogar. Verdammt. Ha.
so weit weg. Da müssen wir eine Weile laufen. Da nach oben. So, und rein in eine gute Stube. Haben die mal kurz hier zusammengeschlagen, ey? Ich will meine EP wieder. So. Und drauf. Wie haben die mich geschafft? Komisch. Ich war doch eigentlich gut. Noch Gesundheitstränke, ein bisschen Gold. Ja, ja, klar. Wenn so viele auf mich losgehen, wie soll denn das funktionieren? Hey. Ich renne im Kreis, ich renne weg. So, trinken. Und drauf. Ich mag die nicht. Die Viecher, die sind irgendwie sowas von schwer. So, einzeln geht's. Der betäubt mich, der Drecksack. Na? Ja, das sind zwei Gruppen, oder? Ja, ja, schon gemerkt. Aber ich glaube, ich schaff noch das Level ab nur mit Viecher. Ja, Level 32 ist klar, das will ich da großartig tun, ne? Gegen 35, 36 und sogar 37er. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt richtig bin, was ich hier gerade mache. Kann doch sein, das ist nur eine Schatzhöhle. Hat mit der Quest überhaupt nichts zu tun. Das ist auf jeden Fall nochmal eine Truhe. Und einen Höhlenausgang. Oh, gut, dass ich weggekommen bin. Der hat mich jetzt betäubt. Komm, holen dir.
So, und? Hm, doch kein Ausgang. Aber da ist ein Questgegner. Oh, Level 46. Oh, er hat mich betäubt. Ach du meine Güte. Boah, ist der schwer. Ich hoffe, dass der sich lohnt. Boah, der hat mir aber jetzt mal kurz einen Chaos gemacht, ey. Junge, Junge, nicht schlecht. Oha. Ich hoffe, dass der sich lohnt, ey. Aber der betäubt mich. Da muss ich mal gucken, dass ich vielleicht irgendwie ein bisschen wegkomme von dem. Ich bin leider nicht auf Fernkampf. Ich bin nur auf Nahkampf. Das habe ich ja schon beim Typhon ein bisschen bemängelt, dass ich das bin. Weil da habe ich gemerkt, oh. Naja. Achso, halt, ich muss da rüber. Da komme ich nicht weiter, also. So, erstmal meinen Grabstein wieder kriegen. Und dann muss ich mir mal überlegen, eine Taktik, wie ich denn am besten kill. Weil so wird das nix. Der Arsch, der lässt mich nicht an meinen Grabstein. Ah, okay, der macht hier. Okay, aber ich kann ihm ja ausweichen. Ich muss ihm auch ausweichen. Vor allem, wenn er das hier macht. Da kloppt er mich nämlich runter. Gib mir meine EP wieder, bevor ich nochmal sterb. Ja, geht doch. Ein bisschen auf Abstand halten, jawohl. So, dann macht er die Spitzen. Jetzt müsste er fallen, oder? Jawohl. Yeah, und nur Scheiße dabei. Super. Außenposten im Wald aktualisiert. So, und den Rest können wir liegen lassen. Magische Rüstung gibt es jetzt gleich. Na, da bin ich mal gespannt. Aber jetzt muss ich erstmal wieder runter zu denen. Und Hallo sagen. Dass ich ihn geschafft habe. Hey Chef, wo bist du? Die Monster verziehen sich und selbst ihre Anführer ducken sich vor dir. Nun, da wir nicht mehr dauernd angegriffen werden, können wir Mauern bauen und in diesem Abschnitt des Waldes Patrouille gehen. Ja, wird auch gut sein. Lass mal die Beinschienen sehen. Toll. Was für ein Bullshit. Ja gut, da ist so... Sind die schon wie meine, wo ich jetzt anhab. Die haben halt ziemlich wenig Rüstung, die Sachen. Hm. Wird's mal Zeit für Neueres und Besseres. So, Außenposten im Wald auch erledigt. Und wo geht's jetzt hier weiter? Ich glaube, hier ist ein Weg. Jo. Da oben ein Brunnen.
Nö. Toll. Täubung. Ah. Ich verreck gleich schon wieder hier. Das gibt's doch nicht. Das sind doch nur 233er. Stab. Die Fernkämpfer. Wenn es hier wenigstens irgendwo ein Ding geben würde. Ein Brunnenwal, ne? Das wäre natürlich nicht schlecht. Ich bin hier gerade nur noch am 1 drücken. Aber bis auf Gegner gibt's hier nichts. Soll das ein Elch darstellen oder sowas? Auf jeden Fall habe ich es bald. So. Seht ihr das? Nicht mehr viel, dann habe ich wieder ein Level up. Oh, ich habe vergessen, mich zu heilen. Kein Brunnen. Ah, aber da vorne kommt irgendwas. Torwächter. Vielleicht kommen wir schon mal in eine neue Ortschaft. Das ist uns auch mal ein bisschen geholfen. Ich wollte gerade noch weglaufen. Hab's nicht mehr geschafft. Scheiße, und ich muss von ganz unten her nochmal herlaufen. Die haben zu wenig Brunnen gesetzt. Eindeutig. Oh, das ist doch böse, böse, böse. Gut. Normaler stirbt ja auch nicht in dem Gebiet hier. Ich bin halt einfach zu unterprivilegiert dafür. Scheiße, Mann. Weil ich nur Crap krieg. Und eine scheiß Stufe hab. Ich glaube, sie haben recht. Ab Level 50 ist man hier eigentlich aufgehoben. Level 32 ist einfach ein bisschen schwach. Aber ich werde es jetzt wohl ins nächste Ort noch schaffen. Einfach durchrennen bringt auch nichts, weil dann kann ich nicht leveln dabei. Gib mir meine EP wieder zurück, ihr Arschlöcher. Entweder hat er einen Ring fallen lassen oder sowas, oder... Was? Hormus der Essenz, was ist das? Das ist so ein Scheiß da. Bringt mir eh nichts. Eh nur Scheiße drauf. Ah, gut. Mein Grabstein, ich habe ihn bekommen. So, ich glaube, hier müssten irgendwo Freunde von mir sein. Oh, nein, das sind... Ach, du Scheiße. Ich muss gegen zwei Bäume kämpfen. Level 40er, aber die tun mir nicht viel. Na, zum Glück. Oh, mein Bäumchen ist. Das sind irgendwelche Wächter. Torwächter. Ah. Hauen weg. Level 36er. Yeah! Und ein Brunnen. Und wir sind angekommen.
Mediasheim. Hier sind wir bei der Hexe. Hier sind wir richtig. Und wir werden auch gleich mit ihr reden. Aber das machen wir nicht in diesem Part, sondern im nächsten. Ciao.